kommen wir denn da hin? Wenn ich immer Vitamine zu mir nehmen würde, das würde mein Körper gar nicht abbauen können. Also nicht nur meiner, deiner auch nicht. Ja? Also wir haben in unserer Nahrungsevolution sozusagen viel zu viel Vitamine in allem drin, was du schon wirklich gar nicht abbauen kannst, weil ist nicht. Ne? Also du kannst gar nicht mal ans Kubut erkranken, weil du in jedem Scheiß zum Beispiel Vitamin C hast. In wirklich jedem Scheiß. Und zwar wirklich so viel, dass du es wirklich nicht verarbeiten kannst, weil kann der Körper nicht. Ne? Und dann gibt es natürlich halt wieder die Gesundheitsfanatiker, die dann wieder meinen, ja, und wenn wir zu viel Vitamin C zu uns nehmen, ja, dann kann das nicht abgebaut werden, ja, und dann kriegst du Krebs. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Spielst du mal Minecraft? Nee, kenn ich nicht, was ist das? Welche Addons benutzt du? Das ist meine Hand, ja? Meine Hand ist das Add-on für die Maus, damit die Maus sich bewegen kann. Ist so. Ja, ist einfach so eine Real-Life-Erweiterung. Musst du die installieren, ja, bei Geburt. Wenn nicht, oh, keine Hände, keine Kekse. Klingt komisch, ist aber so. Furchtbar. Mama, darüber macht man keine Witze, wenn jemand keine Hände hat bei Geburt. Habe ich auch nicht gesagt, dass es witzig ist. Ne? Political Correctness kann mich sowieso mal. Eigentlich. Ist auch so, weißt du, dass einfach jeder sich angegriffen fühlt bei jedem Scheiß. Boah, geht mir das auf den Keks manchmal. Ich meine, ich bin davon tatsächlich relativ wenig betroffen, aber wenn ich das dann bei anderen sehe, dann denke ich mir so, boah, checkt mal eure Reality, ja? Boah. Gibt es Kekse, die ich nicht mag? Das sind dann ganz spezielle Kekse, also, ne, wenn dann Hersteller XY da in eine ganz komische Schokolade auf den Keks verwendet oder einfach einen Keksteig verwendet, weißt du, wo da dann einfach denkst, boah, was hat der da reingemischt? Ne? Aber so weitestgehend kannst du mir wirklich jeden Keks hinsetzen und ich kann ihn essen. Also das sind dann halt wirklich einfach nur Meckern auf hohem Niveau Dinger, weißt du? Dass du dass du Sachen hast, wo du einfach denkst, so, eigentlich mag ich den Keks, aber nicht so, wie der hergestellt ist. Ne? So, jetzt von außen hier meine kleinen Reparaturen. Erstmal. Kann sowieso sein, dass ich da noch ein bisschen was von wegwerke, wegen Weg und so. Ist sogar sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Keksmische von ja. Sowas Ekliges habe ich noch nie gesehen. Ja. Was ich von ja mal mochte, oder wahrscheinlich auch immer noch mag, waren die Erdnussflips. Die waren früher eine Zeit lang wirklich die besten. Und eine Zeit lang waren auch die Möchtegern-Prinzen-Rollenkekse von ja die besten. Ja, die hatten einfach am meisten Schokocreme, die hatten einen Keks, der... Gut, er hat auch gekrümmelt, aber nicht ganz so extrem wie viele andere möchte gern Prinzenrollenkekse. Ja, mein Problem bei den Prinzenrollenkeksen ist halt wirklich, die krümmeln so echt extrem. Ich glaube, es gibt keine anderen Kekse, die so krümmeln wie Prinzenrollenkekse. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, haben wir das. Wir sind aber noch nicht fertig. But wait, there's more. Ja, ist Real und Rewe, ja.
ein Freund von mir hat sich mal tatsächlich Spaß erlaubt und hat ein Bier von Jahr gekauft. Ja? Und er sagte, das war das ekligste, was er jemals getrunken hat. Ne, halt so ein Billigbier von Jahr. Ja. Ich sag nicht, dass Jahr nur schlechte Produkte hat. Die sind bestimmt auch qualitativ hochwertig. Ja? Aber schmecken ist so eine andere Geschichte. Ja. Es gab auch mal zur Schulzeit jemanden, der hat halt für so ein Jahrbuch halt tatsächlich dann so den Schriftzug von Jahr genommen und halt einfach nur drüber geschrieben, Jahrbuch. Ne? Das war schön. Schönes Layout. Kann man machen. Was wollte ich? Ja, ich weiß, was ich wollte. Ich finde Bier in Plastikflaschen schlimm. Malzbier in Plastikflaschen, das geht noch. Ja, also ich trinke eigentlich ganz gern, wenn es nicht Vitamalz direkt ist, dann trinke ich gern Malzbier vom Aldi. Das ist halt auch in Plastikflasche. Das finde ich okay. Also das normale Bier aus der Plastikflasche, ja, nee. Also wenn ich dann tatsächlich mal ein Bier kaufe, was nicht so oft passiert. Aber wenn ich dann mal ein Bier kaufe, dann in der Regel eigentlich sowieso was aus der Glasflasche. Ja, und dann muss ich sowieso erstmal weit reisen, bis ich dann überhaupt ein Bier finde, das ich dann trinken will. Ja, weil bei mir in der Nähe kannst du nirgendwo ein Diebels kaufen. Ja, kennst. Ich habe gar keinen Inventarplatz für meinen Scheiß. Ach, das ist die falsche Truhe. Na, weißt du, ich bin schon jemand, der trinkt echt selten Bier. Aber wenn er da Bier trinkt, dann bin ich auch noch wählerisch. Ja? Sehr wählerisch. Nein, nicht hier. Nein, noch nicht hier. Nein, noch nicht hier. Hier müsste es sein. Oh, wo? Da. So. Und damit gehen wir dann zurück. Bestücken ein bisschen den Brunnen. Und dann mal schauen. Ja, wird super. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Könnte natürlich halt auch noch so Glowstone in das Laub verstecken. Nur das wären operative Maßnahmen, auf die ich jetzt echt keine Lust habe. Ja, manchmal geht es halt auch nach Lust. So. Zumindest hier bei mir. Zack. Zack. So. Haben wir das? Das reicht mir aber noch nicht. Das könnte jetzt etwas übertrieben werden. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, das machen wir anders. Das machen wir nicht hier rein. Das machen wir, wenn überhaupt, dann hier unten hin. Jetzt habe ich natürlich wieder das Ding weggepackt. Es ist wieder ein Traum. Ich bin konzentriert wie eine Banane. Das sagt eigentlich alles über mich aus. Warum ist die Banane krumm? Weil niemand in den Dschungel zog und die Banane gerade bog. Ja, ich habe am schlechten Witzekurs teilgenommen. Von Alexa. So, das war Schritt Nummer 1.
Dann. Würde gerne noch irgendwie so ein bisschen so indirekt den Baum mit beleuchten. Deswegen war eigentlich meine Idee, meine Intention hinter Bodenbeleuchtung, einfach hier was reinzimmern. Ja, super. Ne, hier so Bodenbeleuchtung, aber das klappt so ja nicht. Nicht so. Man könnte jetzt natürlich halt hier ein bisschen Holz rauszimmern, ohne Axt. Ah, das wäre dann wieder mir schon fast zu auffällig. Man könnte aber auch, das würde die Sache etwas weniger auffällig machen. Einfach hier was reinsetzen, das fällt nicht ganz so auf. Glaube ich. Hoffe ich. Ich bilde es mir gerne ein. Natürlich im Hintergrund wieder Zelda. Mein Hype auf das neue Zelda-Spiel ist ungebrochen. Und ich weiß noch nicht, wann ich das alles schaffen soll. Ja, also wenn halt die Switch dann am 17. für mich hier ankommt, weil wegen zu langsamer Vorbestellen. Der 17. ist zwar kurz vor Urlaub, aber da kommt halt auch noch so viel anderes Zeug und natürlich muss halt dann sowieso deine Let's Plays dann irgendwie auf Vordermann kriegen und. Ah, das wird noch lustig. Ich sehe schon, komm, es wird darauf hinauslaufen. Ich habe nichts geschafft. Ja, dabei belassen wir das. Dann haben wir Wassereimer. Machen wir uns mal hier irgendwie eine kleine Kuhle. So. Wir machen hier auch noch ein paar Wassereimer voll, weil man weiß ja nie. Und jetzt geht es nämlich dann richtig los mit dem Brunnen. Das wird toll. Das wird ganz toll. Oder auch nicht. So. Ich werde abgetrieben, das wird ja jetzt lustig. Okay. Wir machen das erstmal auf die 3 jeweils. Und schauen mal, wie sich das dann weiter so entwickelt. Warum stecke ich die eigentlich nicht aufeinander? Weil ich doof bin. So. Jetzt müsste ich halt natürlich irgendwie noch am Wasser kommen. Bitte warten. Ich muss mal eben hier durchwarten. So. Reicht das von der Reichweite her? Bitte sag ja. Ja! Doch, willst du mich verarschen? Jetzt habe ich da... Verarschen kann ich mich alleine. So. Eine Wegbeleuchtung könnte auch Glowstone sein und darüber farbiges Glas. Ja. Ja. Könnte. Ich behalte es mal im Hinterkopf. So, die nächsten 3 Wassereimer hier. Zack. Zack. Und zack. So. Jetzt haben wir aber nämlich genau das Problem, das ich befürchtet habe, dass hier kein Wasser ist. Das wollen wir natürlich halt auch nochmal beheben. Da ist meine Pfütze. Pfützenparty, yay! So, bitte warten. Heute schon gewartet? Es wird natürlich auch schon wieder dunkel. Da ist toll. Aber freue ich mir gleich nach Stab. Kommst du dahin? Kommst du dahin?